Was sind eigentlich die Top-Einnahmequellen, die ihr euch aufbauen könnt? Was ist so ein Ranking, das ich abgeben würde, wo ich sage, okay, angefangen bei, na, da sehe ich nicht so wahnsinnig viel Potenzial, beziehungsweise damit kann man Geld verdienen, aber jetzt nicht wahnsinnig viel, bis hin zu Sachen, wo ich sage, damit kann man sehr, sehr gutes Geld verdienen und das auch sehr, sehr stark skalieren. Ich werde natürlich immer wieder sehr oft gefragt von euch, hey, wie kann ich was aufbauen? Was kann ich mir an Einkommensquelle aufbauen? Was denkst du, lohnt sich aufzubauen? Und ich kann die Frage natürlich komplett nachvollziehen, weil man kriegt hier auf YouTube ja auch von mir sehr, sehr viele Tipps und Tricks, wie man Geld verdienen kann. Aber es ist dann natürlich immer so eine fast schon überwältigende Fülle an Informationen und man weiß nicht so, okay, in welche Richtung soll man jetzt gehen, wo soll man genau anfangen? Und genau das Thema wollen wir uns heute mal eben anschauen. Das heißt, ich gebe euch mal ein Ranking von meinen Top-Einnahmequellen. Ja, das heißt, ich fange an bei Einnahmequellen, wo ich sage, okay, damit kann ich Geld verdienen, aber finde ich jetzt nicht so spannend skalierbar. Ich gebe euch natürlich auch Begründung, warum es so ist. Und dann gehen wir hin zu Einnahmequellen, wo ich sage, das macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Sinn. So, fangen wir direkt auch mal an. Hier einfach nochmal ganz kurzer Reminder. Wie gesagt, über 1000 Abos, nochmal vielen, vielen Dank dafür. 1000 Abonnenten-Special kommt noch diese Woche. Keine Sorge, habe ich nicht vergessen. Und dann wird es da eben etwas Schönes zu gewinnen geben. Und natürlich würde es mich weiterhin freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, die Videos liked und kommentiert. Das hilft mir sehr weiter und da seid ihr auch schon richtig, richtig gut drin. So, kommen wir also zu dem ersten Einnahmequelle. Und da habe ich jetzt einfach mal für euch TikTok geöffnet. Warum TikTok? Es gibt viele Videos hier auf YouTube, habe ich selber auch schon was gemacht, so zum Thema Geld verdienen auf TikTok. Warum sage ich jetzt aber, es ist hier meiner Meinung nach eher eine nicht so lukrative Einnahmequelle. Zumindest erstmal die Vorteile vielleicht von TikTok. Vor allem der Vorteil von TikTok ist ganz klar, es ist relativ neu im Vergleich zu allen Social Media Kanälen. Also hat man bei neuen Kanälen, bei neuen Plattformen im Social Media Bereich vor allem, hat man immer halt mehr die Möglichkeit, viel mehr Reichweite zu generieren pro Post. Man hat die Möglichkeit, hier auf TikTok sehr, sehr viral zu gehen. Ja, also Tausende, Hunderttausende, Millionen Views sind hier keine Seltenheit in verschiedensten Nischen. Auch selbst im Business-Bereich kann man hier sehr, sehr stark sein. Und deswegen ist das schon mal von der Reichweite her sehr interessant. Aber der große, große Nachteil ist halt eben bei TikTok, du verdienst relativ wenig Geld, monetarisiert selber die Plattform. Es ist wirklich schwierig, damit überhaupt Geld zu verdienen, nicht unmöglich. Es gibt den Creators Fund, aber du verdienst nicht wahnsinnig viel Geld damit. Und es ist irgendwie so, dass du pro 2,4 Millionen, das wurde ungefähr so ein bisschen eine Statistik gezeigt, verdienst du ungefähr 100 Dollar. Ja, das ist natürlich jetzt nicht viel. Klar, du kannst Leute wegschicken auf irgendwelche Affiliate-Links, auf irgendwelche Seiten, aber du hast da jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten, eben Leute von der Plattform runterzuschicken. Also ist es relativ schwierig, in TikTok, im Kosmos, das Ganze zu monetarisieren. Klar, du kannst durch die Reichweite, die du aufbaust, guten Traffic auch weiterschieben irgendwo hin, aber wie gesagt, das Weiterschieben ist limitiert, weil du nicht so viele Verlinkungsmöglichkeiten hast. Aber es kann auch funktionieren, deswegen, ja, du kannst mit TikTok Geld verdienen, aber nicht wahnsinnig viel. Also, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ein Business aufzubauen, dann würde ich nicht sagen, okay, ich zentriere das um TikTok herum und versuche damit irgendwie hauptsächlich meine Affiliate-Einnahmen zu generieren oder so etwas. Das halte ich für nicht so lukrativ. So, kommen wir zum Thema Instagram. Instagram ist eine Verdienstmöglichkeit, die sehe ich deutlich besser als TikTok schon an. Warum? Erstmal, Instagram ist zwar nicht so neu wie TikTok, ja, aber Instagram hat den großen Vorteil, dass es eben sehr, sehr beständig ist, dass man auch hier immer noch gerade durch Reels und so etwas sehr, sehr viel Traffic, sehr, sehr viel Views bekommen kann. Und wir haben bei Instagram mittlerweile halt viel mehr Möglichkeiten zu verlinken zu unseren Produkten, auf unserer Webseite, wie auch immer. Das heißt, wenn wir hier sagen, okay, ich möchte, man kann in Stories ja mittlerweile auch Verlinkungen reinpacken. In der Bio kann ich das machen und. Also ich kann hier sehr viel machen. Ich habe hier sehr viele Interaktionswege eben auch mit meiner Community und kann mir eine gute Reichweite aufbauen, die einfach mehr Substanz hat, halt auch bei TikTok, weil hier das dann doch noch ein bisschen, ja, es hat einfach mehr Substanz. Ich kann das gar nicht anders beschreiben. Follower auf TikTok sind per se nicht ganz so viel wert wie Follower auf Instagram, weil ich auf Instagram einfach auch mit solchen Sachen wie Stories und so weiter meine Followerschaft, meine Leute irgendwas noch viel enger binden kann an mich und ein viel, viel größeres Vertrauen und viel, viel schöneres Verhältnis zu meiner Community auch aufbauen kann. Deswegen auf Instagram mehr Möglichkeiten zu verlinken und einfach eine bessere Content-Qualität meiner Meinung nach. Und deswegen hier auch besser als TikTok. Man kann eben auch hier schauen, dass man sagt, okay, die Werbepartner zum Beispiel, Sponsorings und so weiter,
sind hier auch noch mehr vertreten und die wissen eben auch, die Werbeleute, ich gehe lieber auf Instagram-Influencer, weil das hier einfach ein bisschen wertiger ist, mehr Substanz hat und mehr Kaufkraft auch hinter dem Following steht, als vielleicht eben auch auf TikTok. Gibt es auf TikTok auch eben die Sponsoring, keine Frage, aber hier ist das eben nochmal alles ein bisschen besser. Klar, der Nachteil ist auch hier, die sind auf einer fremden Plattform drauf, das ist bei TikTok eben auch. Wir haben nicht wahnsinnig viele Möglichkeiten, etwas zu monetarisieren. Das ist auch, wie gesagt, deutlich besser als bei TikTok. Wir haben aber auch eben Leute, die hier nicht primär drauf sind, um eben etwas zu kaufen, oder die wollen eigentlich einfach nicht so ein bisschen ablenken, ein bisschen konsumieren. Das hat sehr stark auf Entertainment eigentlich auch ausgelegt, was bei TikTok ja noch stärker ist. Deswegen, ja, man kann mit Instagram viel Geld verdienen. Gibt es tolle Möglichkeiten, auch eben Seiten aufzubauen, zu growen und eine gewisse Followerschaft aufzubauen und dann mit Sponsorings zu arbeiten, Partnerschaften, alles gut. Aber es gibt meiner Meinung nach noch wirklich deutlich bessere Wege, Geld zu verdienen. Und das schauen wir uns jetzt eben weiter nochmal an. So, der nächste Bereich, den ich nämlich jetzt zeige, ist nämlich, jetzt habe ich jetzt Fiverr hier aufgerufen. Das steht für mich einfach mal sinnbildlich für den Bereich Freelancertum. Freelancer sein, das hat so viele Facetten, das ist natürlich ein bisschen schwierig aufzudröseln. Also wenn ich einfach nur davon rede, dass ich mich selber jetzt als Freelancer registriere, ein paar Gigs einstelle in verschiedensten Bereichen und die auch wirklich eins zu eins selber abarbeite, dann ist Fiverr nicht so lukrativ. Klar, man kann damit auch gutes Geld verdienen, aber dann investiert man auch eine Tonne an Zeit in das ganze Ding rein, um dann eben ganz gut davon leben zu können. Okay, je mehr man eben da macht, je besser man wird, desto bessere Bewertungen man bekommt, kann man auch höhere Preise verlangen und so weiter. Okay, dann kann man auch schon mal in tolle Gefilde kommen, was das Einkommen angeht. Aber wenn ich sage, okay, ich möchte gerade dieses Freelancer-mäßige ein bisschen ausweiten und damit mehr Geld verdienen, dann muss man halt irgendwann in den Bereich Drop-Servicing gehen, Service-Flipping, wie man es nennen möchte. Heißt also, ich nehme Aufträge an, gucke, dass ich einen Freelancer finde, dem ich das weiterleite, der das aber für weniger Geld macht als das, was ich vom Auftraggeber bekommen habe, und verkaufst dann also an den Auftraggeber teurer weiter die Dienstleistung sozusagen, als ich sie vom Freelancer eingekauft habe. Dann kann ich das anfangen zu skalieren und dann wird man auch schon unternehmerisch ziemlich tätig, wenn man dann im Prinzip mit Personal oder externen Outsourcing-Partnern arbeitet. Also sehr interessant dann, wie gesagt, Freelancer einfach nur eins zu eins auf diesen Plattformen, gerade wie Fiverr, das Eintauschen, kann auch sehr lukrativ sein. Also man kann hier auch Stundensätze annehmen, wo man dann mehrere tausend Euro im Monat verdient. Das ist dann als Experte im Bereich absolut machbar. Aber halte ich jetzt auch nicht. Also man kann natürlich sagen, das ist mein Hauptjob, gar kein Problem. Aber wir reden hier von skalierbaren Einkommensmöglichkeiten. Deswegen sage ich, okay, hier dann lieber versuchen, es automatisiert anzugehen, über Drop-Servicing zum Beispiel, und nicht einfach die ganze Zeit nur 1:1 Dienstleistungsumsetzer zu bleiben. Das halte ich dann doch für deutlich sinnvoller. Und natürlich, Fiverr ist jetzt hier nur eine Möglichkeit. Ob ich jetzt Drop-Servicing anbiete oder selber tätig bin als Freelancer, natürlich will ich gucken, dass ich mich auf verschiedensten Plattformen anmelde. Upwork, und es gibt malt.de oft im deutschen sprachigen Raum zum Beispiel. Also sehr, sehr viele Freelancing-Plattformen wirklich anmelden, weil man einfach dann mehr Diversität hat in seinem Portfolio, einfach mehr Sichtbarkeit bekommt und dann eben auch mehr Kunden generieren kann. So, jetzt kommen wir zu Themen, die werden jetzt schon etwas automatisierter, weil sie passiver sind. Ja, das heißt, bei der passiven Struktur muss ich einmal sehr viel Zeit und Arbeit investieren und habe dann immer nach und nach einen Return und muss nicht mehr so viel tun für das, wo ich die Zeit gerade investiert habe. Ich habe jetzt hier Merch on Demand als Amazon einfach mal als Sinnbild aufgerufen für das Thema T-Shirt-Business, aber eigentlich auch generell für das Sinnbild Design-Business. Ja, also ob ich jetzt T-Shirt designe, Icons designe, Book-Covers designe, whatever, das soll einfach mal dafür sinnbildlich stehen. Es gibt unzählige Plattformen und Marktplätze, wo ich meine Designs hochladen kann, wo ich Designs eben auch recyceln kann. Das ist eben das Schöne hier dabei. Wenn ich ein Design erstellt habe, kann ich es auf ein T-Shirt packen, ich kann es aber als Printable hochladen. Ich kann da vielleicht Facetten von nehmen und das als Sticker noch hochladen, wie auch immer. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Und das Schöne ist natürlich, ich kann hier die ganzen Assets erstellen, kann sie überall hochladen und die können sie überall runtergeladen werden und verkauft werden auf verschiedensten Produkten. Das ist schon mal alles wunderbar. Der Nachteil ist natürlich, ich verdiene mit den meisten Dingen, wenn man das auf die Stückzahl mal einfach nur runterbricht, nicht sehr viel Geld. Das heißt, ich muss hier extrem auf ein Massenspiel gehen. Auch hier wieder, je mehr Plattformen ich nutze, je mehr Produkte ich hochlade, desto mehr Masse habe ich und desto effektiver ist das Ganze. Aber damit man eben hier wirklich sagen kann, ich habe ein sehr, sehr gutes Einkommen von meinen ganzen Design- und Online-Designs, egal in welchem Bereich, ob es T-Shirt ist oder so, muss man wirklich viel, viel investieren und sehr, sehr viel Masse produzieren, bis man sagt, okay, ich bin auf einem Einkommensniveau, das erstmal vielleicht ein Nebenjob ist,
und dann vielleicht sogar ein Hauptjob sein kann. Das dauert, und da muss man einfach auch mit rechnen. Aber es ist eben lukrativ, weil es eben so ein schönes, nachhaltiges Asset ist, weil ihr Assets erschafft, die dann im Prinzip für immer bleiben, auf den verschiedensten Plattformen. Und das sind natürlich immer, da hat man einen großen, großen Vorteil, weil ich hier natürlich jetzt nicht wie beim Freelancertum zum Beispiel 1:1 nur arbeite oder wie ich bei einer Partnerschaft auf TikTok oder Instagram sage, okay, ich mache einmal ein Werbevideo, bekomme dann ein paar hundert Euro dafür, aber dann war es das auch wieder. Ne? Also das eben einfach sehr, sehr nachhaltig, aber bedarf ziemlich viel Arbeit im Front-up, wenn man sagt, okay, ich möchte damit einigermaßen vernünftiges Geld verdienen. Gleiches gilt eigentlich auch für das Thema hier. Ich habe jetzt hier KDP, also Kindle Direct Publishing, aufgerufen mal als Sinnbild für das ganze Thema Bücher schreiben. Ist die beste Plattform in dem Bereich eigentlich. Worum geht es hier genau? Im Prinzip geht es hier darum, dass ihr sagt, okay, ich veröffentliche Bücher. Es gibt den Low-Content-Bereich, es gibt aber auch den Content-Bereich. Ihr könnt einfach ganz normale Bücher auch verfassen, wo ihr sagt, okay, wir verfassen eher kleinere Bücher oder macht eben fast schon diesen No-Content-Bereich, wo man einfach nur so Notizbücher und sowas backt. Ja, das war früher mal effektiver. Das funktioniert jetzt nicht mehr so gut, immer noch ganz gut, aber ist natürlich jetzt ein bisschen überlaufender der Marktplatz. Aber auf jeden Fall auch hier wieder der Vorteil, ihr kreiert auch hier wieder Assets. Ja, nachhaltige digitale Assets, die die Menschen sich immer, immer, immer wieder runterladen können. Und ich finde das hier etwas interessanter noch als das Print-Design-Business. Warum? Weil es hier um Informationen geht. Und der Mensch möchte immer mehr Informationen generieren. Das heißt, es ist nicht nur wissenschaftlich fundierte Informationen, sondern generell einfach, ich kann ja auch ein Buch zum Stricken verfassen oder ein Buch zum Kochen oder ein Buch zum Sport machen oder was auch immer. Und zu verschiedensten Themen, oder ich kann auch Fantasy-Bücher machen, oder eben im No-Low-Content-Bereich einfach irgendwelche sinnvollen Dinge. Die Menschen werden das hier immer sehr wertig achten, wollen immer mehr Wissen aneignen, wollen Bücher kaufen, wollen Wissen einkaufen sozusagen. Und deswegen finde ich es noch ein bisschen interessanter, als jetzt nur Designs hochzuladen, weil es für mich einfach ein wertigeres Asset nochmal ist. Und weil man eben über dieses ganze Bücherthema natürlich auch sehr, sehr viel Geld verdienen kann und man natürlich auch irgendwann über das Thema KDP noch hinausgehen kann, auch selber eigene Bücher vielleicht sogar schreiben, wenn das Ding von einem ist, und es gibt noch andere Publishing-Plattformen, wo ich natürlich auch noch meine Bücher mit vertreiben kann. Ich kann auch die Bücher dann eben noch umwandeln, zum Beispiel in Audiobooks und das dann auch noch mit vertreiben und damit auch noch mal Geld verdienen. Also ein sehr, sehr schönes Business, Informationsbusiness. Generell, wenn man Informationen weitergibt, verdient man meistens ziemlich viel Geld, wenn man es richtig macht. Das ist für mich immer so eine Devise und deswegen kommen wir eigentlich auch da schon nahtlos zu der nächsten Einkommensquelle. Und hier habe ich jetzt Udemy aufgerufen als Sinnbild für das Thema Online-Kurse. Online-Kurse, auch hier wieder das Thema, es sind Informationen, die ich weitergebe. Das Schöne ist, Kurse sind so die modernste Art und Weise, Informationen so weiterzugeben zu einem Thema. Und damit kann man wirklich, wirklich gutes Geld verdienen. Klar, Udemy ist jetzt eben das Thema. Ich habe hier einen Marktplatz, wo ich natürlich gekettet bin an die Preispolitik dieses Marktplatzes und wo ich dem Marktplatz eben auch was abgeben muss von meiner Verkaufssumme des Kurses, wenn ich einen Kurs verkauft habe. Aber der Vorteil bei Marktplätzen wie Udemy ist eben, und gerade bei Udemy, weil die machen das halt verdammt gut, die machen das Marketing für dich. Das heißt, du lädst im Prinzip nur deinen Kurs dort hoch und machst nichts weiter. Außerdem mal vielleicht ein bisschen updaten und ein paar Fragen beantworten von Schülern, aber du musst nicht irgendwie dich darum kümmern, dass der Kurs vermarktet wird. Ja, du kannst natürlich auch Kurse produzieren, die du selber vermarktest. Die kannst du dann hochladen oder hosten bei Digistore zum Beispiel und dann kannst du deine eigenen Funnels aufbauen, Landingpages, Marketingkanäle und so weiter. Kannst du auch machen, damit verdient man auch sehr, 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 sehr viel Geld. Man kann aber eben auch auf Udemy einfach nur sagen, ich pack da einige Kurse hoch und da kannst du auch deine Tausende von Euro im Monat machen. Klar, mit einer eigenen Infrastruktur, wenn du auch sagst, ich gehe in einen High-Preis-Kurs auch rein, wo ich sage, okay, das sind auch schon vierstellige Summen, die ich pro Kurs vielleicht verlange. Vielleicht sogar gepaart mit kleinen Coachings irgendwann dann in Richtung, was ja sehr, sehr viele machen. Klar, ob die jetzt immer alle hochwertig sind, das sei mal dahingestellt, aber grundsätzlich ist das nun mal so, dass es das gibt. Und ich bin auch der Fan davon, dass man jetzt gerade im Online-Kursbereich angemessene Preise nimmt. Und da gibt es dann eben da draußen halt auch relativ viele Kurse, wo man das vielleicht anzweifeln könnte. Aber wer bin ich zu beurteilen, ob ein Preis angemessen ist oder nicht? Das heißt also, Kurse sehr, sehr lukrativ. Informationen auf die modernste Art und Weise per Videolehrung quasi weitergegeben. Und das kann sehr, 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 sehr lukrativ sein. Auf solchen Plattformen Udemy oder eben auch, wenn man es selber macht.
macht. Der Nachteil ist vielleicht auch eben gerade hier, das habe ich schon gesagt, bei solchen Plattformen Udemy ist man ein bisschen gekettet an die, ist ein bisschen abhängig von der Plattform, deswegen auch vielleicht gucken, dass ihr dann schafft, auch eine eigene Infrastruktur vielleicht aufzubauen, das heißt eure eigene Akademie nochmal parallel dazu habt, um eben die Kurse auch da nochmal drauf zu haben, eine eigene Infrastruktur als Backup zu haben, auch eine Möglichkeit. Und es gibt ja noch ganz, ganz viele verschiedene andere Kursplattformen, wo ihr eure Kurse auch wieder hochladen könnt, also auch da wieder das Thema Content Recycling, also macht euch da auch unabhängig, dann ist es eigentlich ein richtig schönes Business, was sehr, sehr nachhaltig ist und sehr, sehr lange funktioniert, auch pro Kurs, weil es einfach gebraucht wird von den Leuten, von den Menschen, weil die Informationen sich aneignen wollen. Nochmal, wer Informationen weitergeben kann, auf eine fundierte, geordnete, gute Art und Weise, der wird meistens immer Geld verdienen können. Das ist wirklich eine Devise, das kann ich euch nur ans Herz legen. Und dann kommen wir zu einer anderen Einnahmequelle und das ist YouTube. Und das ist vielleicht ein bisschen komisch, über die andere Einnahmequelle schon besprochen haben. Aber ich selber wurde jetzt gerade erst über die 1000 Abonnentenschwelle geschoben. Ich bin Stand jetzt noch nicht monetarisiert, werde es aber wahrscheinlich in dieser Woche jetzt sein, weil ich jetzt so gut wie durch bin mit dem ganzen Thema, sowohl was eben die 1000 Abonnenten angeht und was eben auch die Watchtime angeht. Und klar, da werde ich jetzt, da kann man zwar das Partnerprogramm jetzt natürlich Geld verdienen, ja, Google AdSense Einnahmen, aber das ist jetzt gar nicht das Thema, weil da reden wir gerade auch jetzt in einem Größenbereich von mir jetzt nicht von 1000 Euro im Monat. Da kann man zwar mal hinkommen, aber dann müsst ihr auch ein bisschen Abonnenten noch mehr haben. Alles machbar, man kann auch damit relativ gutes Geld verdienen, kommt es auf die Nische an, wo ihr drin seid. Aber was viel spannender ist, ist eigentlich YouTube als Traffic-Quelle für andere Sachen. Und das habe ich sogar jetzt schon auch, als ich noch deutlich unter 1000 Abonnenten war, sehr, sehr stark spüren können. Ich habe Leute auf meine Website lenken können, ich habe Leute auf meine Angebote lenken können, ich bin mit Leuten in Kontakt gekommen, ich bin aktiv in Coachings mit Leuten, die nur über meinen YouTube-Kanal gekommen sind, weil ich gesagt habe, hey, ich bin hier und helfe euch, wenn ihr möchtet. Habe auch ein paar Testkunden sogar angenommen, gesagt, okay, manchen Leuten habe ich auch kostenlos weitergeholfen. Leute kommen über Instagram auf mich zu, stellen mir Fragen. Leute kommen in den Kommentaren, stellen mir Fragen. Und ich beantworte natürlich jeden einzelnen Kommentar, jede einzelne Frage auf Instagram und verlange dafür kein Geld. Auch jede E-Mail, die mich erreicht, beantworte ich sehr gerne. Und springe auch mal, wenn ich Zeit habe, mal in einen Call mit jemandem. Einfach, weil ich sage, okay, das ist Mehrwert, den ich gerne stifte. Und ich habe es jetzt eben schon gemerkt, auch sogar in meinen Agenturen, ja, es kommen Leute auf mich zu und sagen, hey, ich habe deine Videos gesehen zu dem Thema und dann werden daraus Kunden, ja, und Leute sagen, kannst du mir helfen, irgendwas aufzubauen, dann werden das Coaching-Teilnehmer, wo ich den Leuten eben auf einer Stundenbasis helfe, etwas aufzubauen. Also kurzum, YouTube schafft es, so, so viele Menschen zu erreichen, ist meiner Meinung nach, was die Plattform angeht, wenn man sagt, okay, welche Plattform soll ich jetzt aufbauen, um mir eine Reichweite zu generieren, dann ist YouTube definitiv die mit Abstand lukrativste Plattform, die man sich überhaupt vorstellen kann, weil ich einfach die Möglichkeit habe, hier so, so viele Menschen zu erreichen und sie überall hinzufeuern, wo ich möchte. Auf meine eigenen Online-Kurse, auf meine eigene Dienstleistung, auf meine eigenen Coaching-Programme, was auch immer. Das ist wirklich super lukrativ und ich kann es aber auch jedem nur ums Herz legen. Wer sich nur so ein bisschen traut zu sagen, ich kann mich einigermaßen vor die Kamera setzen, macht einen YouTube-Kanal. Ihr müsst nicht mal unbedingt euch vor die Kamera setzen. Es gibt hier auch in unserer Nische hier, im Geldverdienen, im Internet, im Online-Business-Bereich, gibt es durchaus Leute, die sich nicht mal vor der Kamera zeigen und trotzdem sehr erfolgreich sind. Deswegen geht da unbedingt mal in euch und sagt, wenn ihr in der Lage seid und euch richtig fühlt dafür, dass ihr einen YouTube-Kanal öffnen könnt, dann macht es auf jeden Fall, weil das ist wirklich, wirklich etwas, wo ich sage, da ein bisschen Arbeit reingesteckt, ist einer der nachhaltigsten Assets, die ich euch eigentlich empfehlen kann. Und dann, weil wir eben schon da waren, Thema Coachings, ja, wie gesagt, ich habe schon geschafft, unter 1000 Abonnenten Leute eben auf meine Coachings zu schicken, die da auf mich aufmerksam geworden sind, ohne dass ich da im Prinzip was so tun musste. Und wie gesagt, meine Philosophie ist ähnlich wie bei den Online-Kursen. Ich glaube, dass ein Coaching in vielen Bereichen nicht viel kosten muss. Ja, es muss keine vier- oder fünfstelligen Summen kosten, um weiterhelfen zu können. Und man muss eben auch nicht Leute zwingen, irgendwie mehrere Monate teilzunehmen. Deswegen sind das hier alles, das ist mein Coaching-Programm. Ich habe hier einmal eine 30 Minuten, einmal eine Stunde, einmal ein 6-Stunden-Paket. Und meistens werde ich eben eine Stunde eben angefragt, wo man dann okay, intensiv reingehen und ich einfach Leuten dabei helfe. Und das steht eben hier unten, wobei ich helfen kann. Beim Thema Unternehmensgründung, beim Thema Geld verdienen im Internet.
beim Thema Agenturgründen. Ja, wie gesagt, ich habe 3 Agenturen selber gegründet und nach wie vor bin ich dort Geschäftsführer und ich eben auch mit dem Thema Geld verdienen mit Texten. Warum? Ich habe angefangen als Freelancer im Bereich Texte verdienen und habe jetzt seit 8 Jahren mittlerweile, schreibe ich Texte in meinem Agenturbereich, früher eben als Freelancer über Plattform wie Content.de und so weiter. Also da kann ich sehr, sehr stark weiterhelfen. Das heißt, wenn ihr Interesse habt an so einem Coaching, dann fragt mich gerne an. Wie gesagt, man kann sogar auch nur eine halbe Stunde nur mit mir quatschen. Trotzdem sehr intensiv. Ich werde dann da sehr, sehr schnell reden, euch sehr, sehr viel Mehrwert geben und ihr könnt im Prinzip danach schon viel, viel weiter sein und euer Business auch direkt mit aufbauen. Deswegen, wenn ihr sagt, ihr möchtet in diesen Bereichen hier unten Hilfe haben, wie man euer Business aufbaut, dann könnt ihr gerne hier mal auf jetzt buchen gehen. Dann kommt auf die Kontaktseite, schreibt mir gerade einfach eine E-Mail an kontakt@buster-dias.de und da nehme ich Kontakt zu euch auf und dann können wir darüber reden, ob ich euch eben helfen kann oder auch nicht. Deswegen gerne mal ein Coaching buchen, wenn ihr daran Interesse habt. So, kommen wir aber zurück. Wir waren jetzt bei dem Thema YouTube und jetzt kommt eben die nächste Einnahmequelle, die ich im Ranking noch einen Ticken höher sehe. Obwohl das schwierig zu sagen ist, ich sehe sie fast gleichwertig, muss ich sagen. Und das ist hier ein eigener Blog. Das ist jetzt hier einfach nur sinnbildlich ein Blog aus dem amerikanischen Bereich, ein relativ sehr, sehr bekannter Blog im Bereich Suchmaschinenoptimierung, backlinko.com. Warum ist ein Blog jetzt so interessant? Im Prinzip ist es relativ ähnlich wie ein YouTube-Kanal. Wenn ich ganz viele Blogartikel über die Jahre erwirtschafte und aufbaue, dann habe ich auch wieder hier Assets, sehr, sehr digitale, nachhaltige Assets mit Informationswiedergabe und ich kann sehr, sehr viel Traffic generieren und diesen Traffic auch sehr, sehr stark wieder eben auf andere Produkte befeuern, sei es Affiliate-Produkte, sei es meine eigenen digitalen Produkte, sei es wieder auch meine Coachings, sei es vielleicht meine Dienstleistungen. Ich kann hier sehr stark noch E-Mail-Marketing integrieren, was eine schöne Sache ist. Das heißt, und dann durch E-Mail-Marketing auch nochmal wieder die ganzen Produkte von mir vertreiben. Und das ist natürlich ein riesen, riesen Vorteil auch bei Blog. Und was beim Blog noch ein großer Vorteil ist, ich bin hier fast so unabhängig wie bei keinem anderen Verdienstmöglichkeit vorher. Bei den anderen Verdienstmöglichkeiten vorher waren wir von jeder Plattform irgendwo abhängig. Ob es Udemy ist, ob es Amazon ist, ob es irgendein Fiverr ist, Instagram, TikTok, YouTube, egal. Hier habe ich quasi meine eigene Domain auf meinem eigenen Server und baue das Ganze auf. Klar, okay, ich bin vielleicht vom Domain- und Servergeber auch irgendwo abhängig, wenn der abraucht oder von morgen heute auf morgen pleite ist, dann wäre meine Website theoretisch weg. Deswegen kleiner Tipp, Backups erstellen. Aber trotzdem ist das hier eigentlich eine der autonomsten digitalen Assets-Infrastrukturen, die euch aufbauen könnt. Deswegen eine sehr, sehr coole Sache. Und übrigens YouTube gepaart mit einem Blog, ja, in dem gleichen Thema, super interessant, super lukrativ, das kann ich euch nur ans Herz legen, wenn ihr sagt, okay, ich schreibe gerne, ich erstelle gerne Informationscontent, ich kenne mich mit SEO ein bisschen aus, ihr müsst wirklich dann mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung euch auskennen und auch auseinandersetzen, wenn ihr einen lukrativen, erfolgreichen Blog aufbauen wollt, weil ihr sonst einfach den Traffic nicht generiert, aber wenn ihr das machen wollt, ist ein Blog eine wahnsinnig lukrative Sache, weil ihr das auch so viele verschiedene Sachen feuern könnt. So, dann kommen wir auch schon zu dem letzten Part, wo ich sage, das ist einfach aus meiner eigenen Erfahrung mit das Lukrativste, was man machen kann. Und das ist quasi vielleicht so ein bisschen die Entwicklungsstufe davon, ein Freelancer zu sein, nämlich eine eigene Agentur gründen. Vielleicht, was ist der Unterschied? Also als Freelancer bin ich meistens alleine und als Agentur habe ich den Anspruch zu sagen, okay, ich möchte ein bisschen skalierter sein, ich habe auch den Anspruch, mit einem Team zu arbeiten und einfach mehr Kunden aufzunehmen und auch ein größeres Portfolio vielleicht anbieten zu können. Deswegen, wie gesagt, ich bin mittlerweile Inhaber von 3 Agenturen. Ich habe jetzt hier die Words-Agentur, da sind wir im SEO-Bereich aktiv. Wir haben auch die Karriere-Schritt-Agentur, wo wir im Bereich Digital Recruiting unterwegs sind. Und die Connect-Agentur, damit haben wir eben angefangen. Das ist quasi unsere Allgemeinagentur, die mehr stark jetzt im Bereich individuelle Branding-Projekte unterwegs sind und so weiter. Aber das ist eigentlich voll interessant, aber worum es einfach nur geht, ist, mit Agenturen kann man unfassbar viel Geld verdienen. Das wird sich auch so schnell nicht ändern. Warum? Der Markt lechzt nach digitalen Dienstleistungen, nach digitalen Marketingdienstleistungen. Unternehmen haben entweder nichts oder sind B enttäuscht vom jetzigen Partner. Es ist wirklich fast immer das Gleiche. Kaum ein Unternehmen, mit dem ich rede, ist gerade mit einem Partner zusammen, die sagen, mit einem Geschäftspartner zusammen, die sagen, der macht gute Arbeit, da bin ich 100% zufrieden. Und deswegen
Der Markt lechzt nach guten digitalen Marketingdienstleistungen, gerade nach digitales Recruiting, also Personalgewinnung, nach Suchmaschinenoptimierung, SEO. Das sind solche unfassbaren lukrativen Märkte, wo der Markt noch lange nicht satt ist, überhaupt nicht. Da gibt es noch im Vergleich echt wenig Dienstleister, die was taugen in Deutschland, muss man leider wirklich so sagen. Deswegen, wenn ihr sagt, okay, ich möchte mich in diesen Bereichen fortbilden, ich bin oder vielleicht sogar schon gut drin, kann ich euch nur ans Herz legen, macht auf jeden Fall eine Agentur auf, weil das ist richtig lukrativ. Klar, es ist anstrengend, ja, das sind auch die Downsides. Ihr müsst am Anfang, wenn ihr kein Netzwerk habt und keine Kontakte habt, müsst ihr sehr viel Akquise machen, müsst ihr sehr viel Zeit investieren. Ihr müsst an den verschiedensten Bereichen feilen, ihr müsst Produkte aufbauen, ihr müsst alles Mögliche aufbauen. Aber es lohnt sich, weil wenn ihr dann in die Gefilde kommt und sagt, okay, ich kann sogar auch Personal einstellen und die ersten Sachen noch outsourcen und nicht mehr alles selber umsetzen, dann habt ihr ein automatisiertes, richtiges Unternehmen, ein richtiges Dienstleistungsunternehmen, was einfach sehr, sehr hohe Summen abwerfen wird, hoch fünfstellig im Monat, und das kann auch sechsstellig im Monat werden, relativ schnell. Deswegen Agentur, meiner Meinung nach einer der wichtigsten Dienstleistungsbereiche, die der Markt gerade braucht, eine der lukrativsten Dinge, die man überhaupt aufbauen kann. Nochmal der Disclaimer vom Anfang, das heißt nicht, dass ihr mit Agenturen immer mehr Geld verdienen werdet als mit anderen Bereichen vorher. Ja, man kann zum Beispiel auch sagen, hey, mit YouTube habe ich verschiedene Quellen, wo ich meine Leute drauf schicke, auch auf eine Agentur, wie es bei mir zum Beispiel ist. Das heißt, ihr könnt auch mit anderen Bereichen deutlich mehr Geld verdienen als mit einer Agentur und umgekehrt. Es kommt immer darauf an, wo ihr den Fokus drauf legt, was euch am mehr liegt. Das ist ja auch ganz wichtig. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, okay, mir liegt jetzt überhaupt nicht irgendwie im Vertrieb zu sein, mit Leuten zu reden, Kunden etwas zu verkaufen und eine Dienstleistung umzusetzen, dann ist das Thema Freelance und Agentur auch nichts für euch. Dann guckt ihr eben, dass ihr vielleicht ein bisschen passiver seid und vielleicht eben digitale Kunstwerke erschafft, Designs erschafft, vielleicht Kurse erschafft und. Ja? Also das ist nur mein Ranking, wo ich sage, okay, ich habe euch die Vor- und Nachteile so ein bisschen genannt, das würde ich so und so sehen. Natürlich müsst ihr das für euch entscheiden. Das soll es aber zu dem Thema gewesen sein. Wie gesagt, wenn ihr Interesse daran habt, zu erfahren, wie ihr euch eine Agentur aufbauen könnt, da bin ich, denke ich, mal ein relativ guter Ansprechpartner. Da geht hier, wie gesagt, mal auf meine Webseite, bastian-dias.de/coachings, ist auch unten in der Videobeschreibung drin, ist direkt der erste Link und dann könnt ihr euch hier für eine Coaching-Session mal anfragen. Natürlich auch zum Thema, wie ihr vielleicht euer eigenes Text-Business aufbaut, wie ihr mit Affiliate-Marketing Geld verdienen könnt, also überall die Bereiche, wo ich selber schon drin war oder drin immer noch drin bin, da helfe ich euch gerne weiter. Und in allen anderen Bereichen helfe ich euch übrigens nicht weiter. Ich habe jetzt eigentlich auch solche Sachen wie Dropshipping oder generell E-Commerce weggelassen und das aus einem ganz einfachen Grund, ich habe keine Ahnung davon. Ich habe noch nie mit Produkten vernünftig Geld verdient. Ich habe ein paar ausprobiert, habe das aber nie richtig verfolgt, habe das nie richtig erfolgreich aufgebaut. Deswegen wäre es unauthentisch, euch da jetzt von zu erzählen oder euch da irgendwie zu schulen drin. Deswegen eben in Bereich E-Commerce bin ich nicht euer Ansprechpartner. Das können andere wesentlich besser. Das soll es aber gewesen sein von diesem Video. Gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn es gefallen hat. Hinterlasst mir einen Kommentar. Wie gesagt, ich beantworte gerne alles und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos.